Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Es ist gut, dass in Lübeck, der Heimatstadt Willy Brandts, es einen Ort gibt, an den an diesen großen deutschen und europäischen Politiker und Weltbürger erinnert wird. Er hat eine ganz karge Jugend gehabt. Von daher kommt sein soziales Engagement. Er hat gelernt, was es bedeutet, mit wenig auskommen zu müssen, sich durchsetzen zu müssen. Als Schülerin habe ich erlebt, dass Willy Brandt angefeindet wurde, dass er verachtet wurde für die Tatsache, dass er in die Emigration gegangen war. 1957 wurde Willy Brandt Bürgermeister von Berlin. Dort, wo die deutsche Teilung am sichtbarsten war, machte er sich zur Aufgabe, daran mitzuwirken, dass Deutschland wieder eins wird. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung und dass die Teilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Er hat 45, 46, als er aus dem Exil zurückkam, sicherlich als einer der Ersten gesagt, die Antwort auf all das ist ein gemeinsames Europa. Ein Beitrag zur weltweiten Entspannung. Die Verträge von Moskau und vier Monate später von Warschau. Er hat zu Recht gesagt, ohne Friede ist alles nichts. Seine Vision vom Frieden durch Entspannungspolitik. Damit zog er erfolgreich in den Wahlkampf, wurde 1969 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler. Bei allem, was uns trennt, am Ende, wir müssen einen Weg finden zu koexistieren. In Warschau kam es zur ganz großen Geste. Die Bilder vom Kniefall gingen um die Welt. Eine Demutsgeste, die verstanden wurde. Es ist ganz gut, wenn auch die nachwachsenden Generationen sich an einen guten und großen Deutschen erinnern, der für Frieden steht, der für Versöhnung steht. Das Nobelkomitee würdigte seine politischen Leistungen mit der Verleihung des Friedensnobelpreises 1971. Er hat den Westen mit dem Osten versöhnt und hat am Ende die Fundamente gelegt für die spätere Wiedervereinigung. Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen. Dass sie in Freiheit zusammenfinden und sich entfalten können, darauf allein kommt es an. Das Haus möge so lebendig bleiben, wie es die ersten 10 Jahre auch hier Impulse in die Stadt gesetzt hat. Ich würde mir wünschen, das Interesse an Willy Brandt, an seiner Politik, an der Ausstrahlung, die sich mit ihm verbindet, weiter nochmal zunimmt und damit ja, der Bedeutung, die er hat, wir gerecht werden können. An Willy Brandt zu erinnern, und ich wünsche ihm, dass ihm das in vielfältiger Weise gelingt. Ich denke, dass es sehr gut ist, dass es ein Ort in Lübeck, in seiner Heimatstadt, das hat schon was für sich. Dass es immer wieder etwas Neues bietet in derselben Form wie heute, das wünsche ich dem Haus.